Und damit herzlich willkommen zurück zu Elex und einem fluchenden Explorer. Also, letzten zwei Folgen waren ja echt grauselig. Wir sind ja nur noch gestorben. So, wir sind in Edan und machen die Quest Elex-Nachschub. Und da sind wir hier im Lager der Alps gelandet, in der alten Bastion der Alps, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und haben noch eine kleine Nebenquest. Wir sollen 5 Viecher plus Boss töten, wenn ich das so richtig verstehe. Und wir hangeln uns jetzt hier. Habe ich hier schon wieder den falschen Aufzug genommen? Kann ja gar nicht sein. Wie dumm kann man sein, Explorer? Von Etage zu Etage. Wir ahnen Böses. Wir hören es schon. Du was, mein Freund? Zückst du mal dein Schwert? Ja, dann mach. Okay. Also, du siehst schon, wir sollen 4 bedrohliche Wühler erledigen, beziehungsweise ein Schleimdrakon. Was immer das ist. Ich möchte es gar nicht wissen. Und natürlich 6 Maschinenteile sammeln. Eins haben wir bis jetzt gefunden. Ein einziges. 2. 2 von 6. Okay, dann gehen wir mal weiter gucken. Was? Wir haben nur noch 9 Heiltränke. Oh Mann, was passiert jetzt? Gratulation! Die Kampfkolosse abwarten zu lassen und sie erst in den letzten Zügen der Schlacht einzusetzen, hat dem Feind das Genick gebrochen. Ein strategisch perfekt gelungener Feldzug. Wir müssen trotzdem weiter wachsam bleiben. Noch einmal werden sie nicht darauf hereinfallen. Der Sieg ist jedenfalls ganz allein dein Verdienst. Sehr zum Unwillen der anderen Commander und der Elexitoren, würde ich vermuten. Meinst du? Wie kommst du darauf? Stärke, Logik und Effektivität sind unser höchstes Gut und Beitrag zum Erhalt unseres Volkes. Ein aufstrebender junger Offizier hat am Anfang seiner Karriere sehr viele Hürden zu nehmen, nicht selten gegen seine eigenen Männer. Und du bist unglaublich schnell sehr stark geworden. Also halte dir stets den Rücken frei. Ich werde das Gefühl nicht los, dass irgendjemand im Eispalast meine Havarie und meine Exekution geplant hat. Jemand, der das Sagen hat, weil... Aber wer? Sonst hätten deine Leute dich nicht angegriffen. Gut, wir schauen uns um. Aha. Ich wollte den Heiltrank nehmen. Alter. Kommen wir da durch? Mal eben abspeichern. Nur falls wir jetzt sterben. Okay, wir kommen nicht durch. Elex. Drohnenkontrolle, Anleitung. Anleitung kleiner Energiespeicher, die haben wir doch schon. Das ist der nächste Aufzug.
Kollegen sind tot. Kann man irgendwas machen? Schlossen drücken. Eins, zwei, drei, vier. Finde die richtige Kombination mit Hilfe der Gleichung. Einige Ziffern sind größer oder kleiner als andere. Grüne Ziffern sind korrekt und bleiben stehen. Gelbe sind an der falschen Stelle und rote sind nicht in der Kombination. Welt. Verstehe ich das gerade nicht. Achso, okay, rote sind nicht in der Kombination. 7 und 5 sind nicht drin. Zwei, sieben, fünf sind nicht drin. Acht, drei. Vier, eins. Acht. Eins. Drei. Eins, geht nicht. Warum nicht? Drei, geht nicht. Vier, geht nicht. Acht, geht nicht. Eins, drei, vier, geh mal weiter, eins, vier, drei, acht. Geht doch. Hochempfindliches Sensormodul. Aha. Geschlossen. Auch eine Quest. How much Queste wir hier haben. Elex. Hier kommen wir natürlich jetzt nicht durch. Ist das von der anderen Seite? Kann das sein? Could this possible? Warum haben wir dich hier nicht mitgenommen? So. Mich graut's davor, aber... Nächste Etage. Oh, ein Heiltrank. Keiner hier? Piep? Ja. Drei von sechs. Was? Ach da. So, dann bleibt nur noch so irgendwie ein Boss in der Art. Sehr schön. Okay. Hier ist nicht. Da kann man nur draufklettern. Okay. Was bist du? Goldbrocken.
Beauty. Dann haben wir jetzt eigentlich nur noch die Option, da lang zu gehen. Machen wir mal das und das. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ernsthaft? Nein, ich habe nochmal einen Heiltrank genommen, ich Idiot. Egal, wir hatten ja abgespeichert. Was ist das? Duras. Bedrohlicher Schleimdrache, und das ist also der Boss. Duras? Ja, mach mal. Oh, macht er wirklich. Hab was von Alien. So. Wir schauen uns weiter um. Quest mit dem Metallschrott denn jetzt erledigt? Wie kommt der denn jetzt hier hoch? Ah ne, das ist Falk. Jawohl. Du bist in einem Stück hier hochgekommen? Beeindruckend. Offenbar bin ich nicht der Einzige. Ich hatte mehr Glück als Verstand. Diese Mutanten haben mich bis in den Konverter verfolgt und bedrohen mich seit einer Ewigkeit. Ohne meine technischen Fähigkeiten wäre ich nicht so weit gekommen. Die paar Mutanten waren dir zu viel. Zu Beginn war eine ganze Horde hinter mir her und hat mir ordentlich zugesetzt. Es ist mir gelungen, einen der Abflussschläuche zu durchtrennen und den gesamten Eingangsbereich zu fluten. Allerdings sind die Viecher recht robust. Mir blieb nichts anderes übrig, als einen Teil der Maschinen auszuschalten, damit sie mich nicht weiter verfolgen. Dich bedrohen hier keine Mutanten mehr. Dann gehe ich recht in der Annahme, dass sie aus dem Weg geräumt wurden? Sieht ganz so aus. Du hast mir geholfen. Interessant. Ja. Und jetzt gib mir dein Elixit. Alles? Ja, alles. Und jetzt her damit. Nun gut, immer noch besser als der Tod. Nun kann ich wieder meinen Aufgaben nachgehen. Was wolltest du im Konverter? Ich bin im Auftrag der Kleriker unterwegs, um neue Ressourcen zu erschließen. Um welche Ressourcen handelt es sich? Wir brauchen immer neue Rekruten, die sich unserer Sache annehmen. Ich bin allerdings auf der Suche nach bestimmten Elektroteilen, die uns im Krieg gegen die Alps weiterhelfen. Über die Tücken der Wildnis bin ich mehr als gut informiert. Und dennoch machen sie mir immer wieder Probleme. Du hingegen scheinst nicht nur furchtlos, sondern auch außerordentlich fähig zu sein. Wie wäre es, wenn wir zusammenarbeiten? Wir könnten beide von unseren Fähigkeiten profitieren. Ich könnte dir in technischen Fragen von Nutzen sein. Im Gegenzug hilfst du mir, Situationen wie diese in Zukunft zu vermeiden. Du bist also technisch begabt. Ich bin ein Akolyt der Kleriker. Wir wissen alle sehr viel über Technik und machen sie uns zunutze. Ein Akolyt in Edan. So ist es. Und es war ein weiter Weg aus den Bergen von Ignadon. Aber manchmal muss man ein Risiko eingehen, um etwas zu erreichen. Was gibt es Neues von den Klerikern? Kalan hat uns eine Prüfung auferlegt. Wenn wir diese meistern, können wir vielleicht den Krieg beenden. Du glaubst an Kalan? Er hat uns die Fähigkeit der Suggestion gegeben. Damit haben wir die Möglichkeit, die Menschen zu prüfen und sie zu zwingen, uns die Wahrheit zu sagen. Dann prüfe mich. Wie du wünschst. Was ist das Grausamste, was du je getan hast? Also im Prinzip, ja, ich mach bei dem Spiel ja sowieso alles falsch, also...
Ich habe lebende Menschen in den Konvertern geopfert. Das ist tatsächlich nicht sehr freundlich. Siehst du, du warst gezwungen, mir die Wahrheit zu sagen. Ich hoffe, meine Fähigkeiten haben dich überzeugt. Ich bin beeindruckt. Vielen Dank. Na schön. Wir müssen ja echt aufpassen, sonst ist Groß bald weg. Ich bin bereit. Brauche mich ja gar keine Gespräche mehr zu führen. Kommen wir hier rein? Eher nicht. Von der anderen Seite. Auch eher nicht. Haben wir die Questin jetzt mit dem Elixit hier mit den Maschinenteilen fertig? Wir sollen, können nochmal mit Corin sprechen. Das wird auch wieder in die Hose gehen. Das wird auch in die Hose gehen, aber egal. Also ich gebe ihm die Teile jetzt nicht. Wenn er noch irgendwas von uns will. Lass uns noch einmal über die Maschinenteile reden. Geben wir ihm die dann, oder was? Dann haben wir die Quest nicht abgeschlossen, er kann die aber abgeben. Was hat denn das Questlog? Wäre schön, wenn man da irgendwie in ansatzweise in Klammern dahinter stehen würde, du gibst deine, weißt du? Dass ich Maschinenteile bringe, aus denen er Elex extrahieren kann. Ich soll mich dafür beim Zerfüll... Okay, wir haben noch nicht mal alle. Corin benötigt noch 3 Maschinenteile, bevor er nach Goliath zurückkehren kann. Ich könnte sie ihm besorgen. Ja, aber uns fehlen noch 3, Freund der Sonne. Okay, ja gut, dann gehen wir nochmal gucken. Weil die Quest haben wir noch. Das heißt, wir könnten also rein theoretisch dann doch noch Maschinenteile finden. Frage? Ja, du hast, ich weiß. Kommen wir hier. Hier werden Helden geboren. Maschinenteile. Frage, ob die jetzt hier draußen liegen oder drin oder gar nicht mehr. Haben wir eigentlich alles gründlich durchsucht, oder? Was bist du? Er sollte uns ja noch nicht auf dem Schirm haben. Was? Gegen was? Gegen was? Gegen den Käfer da? Was? Totenkopf. Also, tschö. Nee, doch nicht. Tschö. Komm, komm. Was spucken tut er auch noch? Captain Spooky. Nein! Aua, was war das denn jetzt? Was hat denn so viel Schaden gemacht?
Ach so. Der Roboter ist da oben. Ja, klar. Warum auch nicht? Warum auch nicht? So. Wir gehen nochmal da hoch. Also mit dem Roboter sollten wir uns nicht anlegen. Ja, ich glaube eher nicht. Hier werden Helden geboren. Das Elex hat man jetzt, okay. Hier kommen wir jetzt nicht weiter. Da müssen wir drinnen nochmal gucken. So leid es mir tut. Irgendwas übersehen haben. Maschinenteile. Schalter. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Wir sind ja schon wieder bei 21 Minuten. Ich danke dir da draußen fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst, und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.